Herzlich willkommen, ich bin der Ralf von Jodeland und hinter mir im Hintergrund seht ihr eine Großjotte. Die Großjotte zeichnet sich dadurch aus, dass sie einen Durchmesser von 8 Meter hat. Die Seitehöhe hier bis zur Dachkante ist 1,65 Meter. Ich habe eine Grundfläche von 50 Quadratmeter ungefähr, hat die Jotte. In der Mittelhöhe ungefähr 3 Meter. Es könnte jetzt nach oben auf der Spitze könnte noch eine Abdeckplane drauf sein. Die haben wir weggelassen, weil wir halt einfach nur ein großes Feuer drin machen und möchte, dass der Rauch gut abzieht. Was ich euch in diesem Video zeigen möchte, ist der Aufbau von der Jotte. Da zeige ich euch gleich noch ein paar Bilder dazu. So eine Jotte ist mit ein paar Helfer sehr schnell aufgebaut. Im Zweifelsfall kann ich das auch alleine tun mit ein paar Kniffs und Tricks. Zu zweit geht gut und zu viert oder zu fünft geht es gerade bei der Großjotte dann doch sehr schnell. Wie baue ich also eine Jotte auf? Zuerst, also meine Herangehensweise ist, wenn es der Boden einigermaßen zulässt, wenn er nicht allzu matschig ist, dann lege ich zuerst das Dach aus. Ich breite das komplette Dach aus. So, dass ich die Zeltform letztendlich auf dem Boden liege habe und habe dann auch bereits die für mich die richtige Geometrie, wie ich jetzt nachher dann die ganze Stange, Seile und Heringe anordnen kann. Um den Einschlagort der Heringe zu finden, nutze ich einfach die Stange, weil man sagt immer, Faustformel, der Hering soll so weit weg sein, wie die seitliche Aufstellstange in der Höhe hat. So dass ich nachher in der Schnur einen 45 Grad Winkel habe. Das ist einfach das Optimum von der Kräfteverteilung für die Jotte, für den Hering im Boden. Da bleibt die Jotte nachher auch gut stehen. Deswegen lege ich die Stange sternförmig ums Zelt außen rum und zwar mit der Spitze auf die Stelle, wo die Öse im Dach ist. Und das Ende kommt dann dort zu liegen, wo später der Hering in den Boden kommt. Damit das geometrisch stimmt, lege ich diese Stange einfach in der Verlängerung von der Mitte raus zu sternförmig vom Zelt weg. Das heißt, im Grunde wird diese Dachnaht, die ich oben habe, wird über diese Stange auf dem Boden einfach nochmal verlängert. Die Stange liegt sternförmig ums Zelt rum und dann kann ich anfangen, bereits die Heringe am Stangeende einzuschlagen. Ich kann meine Schnüre auf ungefähr schon die richtige Länge bringen und dann im Prinzip schon ans Aufstellen gehen. Wenn ich dann also alles bei der Großjotte alle 16 Stangen, alle 16 Heringe, alle 16 Abspannschnüre bereitliege habe, dann gehe ich im Idealfall mit der zweiten Person hin und ziehe auf der jeweils gegenüberliegenden Seite schon mal mit einer Aufstellstange das Zelt da hoch. Das heißt, ich ziehe links, ich ziehe rechts in der Hälfte jeweils vom Zelt und spanne das Ganze auf. Wenn diese zwei einigermaßen sicher stehen, im besten Fall habe ich noch jemanden, der diese Stange dann noch hält, weil sonst kann das Ganze auch mal wieder umfallen. Wenn ich jetzt genau in die mittlere Stelle versetzt reingehe und dann quasi erstmal vier Pfosten vom Zelt dann stehen habe, wenn die so weit abgespannt sind, dann steht das Zelt auch schon so sicher, dass ich jetzt anfangen kann, alle anderen Pfosten einfach in beliebiger Reihenfolge nachher auch aufzustellen. Und wenn ich alle 16 Seitenstangen drin habe, dann habe ich die Jotte noch mit durchhängendem Dach. Aber ich habe die Jotte stehen. Die Mitte hochzubringen ist nachher nicht mehr schwierig. Es sieht jetzt aus wie eine Zisterne. Das heißt, das Dach hängt in der Mitte noch durch. Ich kann auch unten am Zelt jetzt reinlaufen, kann dort dann die Jottespinne einhängen, ohne dass ich das Zelt betreten muss, ohne dass ich jetzt schon von draußen irgendwie über das Zelt krabbeln muss. Und das kann ich alles von unten jetzt machen. Ich habe genügend Spielraum und wenn die Kette dann drin ist, brauche ich noch meine Mittelstange. In dem Fall nutze ich, also meistens nutze ich zwei Mittelstange. Das ist noch vom Materialaufwand vertretbar und schön so gelöst, dass ich nachher auch ein Feuer mit drin machen kann zwischen beide Stangen. Das heißt, ich nehme in dem Fall ist es Steckstange, ich nehme die oberste Stange, habe die schon fertig verbunden, stelle die über mein Kreuz drüber, fädel meine Schnur ein und ziehe dann das Dach bereits mit in die Höhe, wenn ich anfange, die zwei anderen Steckteile noch unter der Stange entsprechend einzufügen. Straff das Ganze noch mit dem Seil und schon steht mein Dach. Die Seite, wenn die fehlen noch.
Aber die kann ich jetzt in aller Ruhe, zur Not, wenn es regnet, sogar aus dem Trockenen raus, wenn ich im Zelt stehe, kann ich jetzt anfangen, Seitenwände anzubringen. Das ist nochmal eine Sache, die ein bisschen auffällt, einfach mit Knopf und Knopfloch. Das geht eine Weile, vor allem gerade bei der heutigen Temperatur, wo es um die 0 Grad hat. Da tun einem schneller mal die Finger weh beim Knöpfen. Aber es geht, es ist einigermaßen zügig erledigt. Und wir haben so, wie die Jotte jetzt da steht, auch schon mit ein bisschen Inneneinrichtung und so weiter, haben wir jetzt 2 Stunden gebraucht. Da würde ich sagen, wir haben für das eigentliche Zelt zum Aufbau ungefähr eine Stunde, eine Viertel Wärme investiert haben. Und der Rest war für die Feinheiten noch, die ich gebraucht habe. Aber wenn ich da mit ein bisschen Übung 2 Stunden rechne, dann habe ich sowohl mein Zelt aufgestellt, habe es eingerichtet und kann es einfach schon nutzen. So, habt ihr gesehen, wie schnell und einfach die Jotte auch steht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn Jotteland für euch online geht. Ja, Dankeschön.